Obwohl sie nicht das schlechteste Juryurteil bekamen, sind Schauspieler Erol Sander, 52, und Profitänzerin Martha Arndt bei der Tanzshow Let's Dance ausgeschieden. Offenbar reichten die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer nicht aus für ein Weiterkommen nach der Sendung. Zwar lobten die Juroren Mozi Mabuza und Jorge González, Sander habe sich bei der Samba zum ersten Mal nicht vertanzt. Wertungsrichter Joachim Lambi sagte aber, vielleicht war es Glück. Sander haben noch die Handbremse angezogen. Das Duo bekam 13 Punkte von der Jury. Der Schauspieler wirkte nicht so, als sei er überrascht und als wolle er dringend weiter tanzen. Schlechter, mit einem Punkt weniger, schnitten der ehemalige Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer und Profitänzerin Christina Loft mit ihrem Slow Fox ab. Die Juroren bekundeten zwar, eine Steigerung bei den Tanzdarbietungen des 69-Jährigen zu erkennen. Aber es gebe noch Verbesserungspotenzial. Hofer sei zwar im Takt gewesen, sagte Lambi beispielsweise, aber es war ein bisschen wenig getanzt. Weiter ging der Wettkampf zwischen dem Profitänzer Pelusin und dem ersten Herrenpaar in der deutschen Ausgabe der Tanzshow. Mit der vollen Punktzahl 30 ehrte die Jury Schauspielerin Valentina Pade, 26, und Valentin Lusin. Ihr Slow Fox sei der beste jemals bei Let's Dance gewesen, sagten Lambi und Mabuse. Da war ein Traum, sagte González. Hollywood pur. Jeweils 29 Punkte bekamen Fußballer Rory Gislason, 33, und Renata Luce für ihren Quickstep und Ex-Prinz Charming Nicolas Puschmann, 30, und Vadim Gabusov für ihren Charleston. Bei beiden zog Lambi einen Punkt ab wegen kleiner technischer Fehler wie Schritte auf der Ferse statt auf dem Ballen. Die fünfte Show stand unter dem Motto Sommerparty, was sowohl bei der Auswahl der Lieder als auch bei einigen Showteilen der Tänze deutlich wurde. Auf dem Parkett tauchten ein Planschbecken voller Bälle, ein Cocktailstand mit Ananas, glitzernde Kopfhörer und Ballenwedel auf Punkt. Zu feiern gab es auch einiges im Rahmen der Sendung. González bekam für seine 100. Folge eine Torte. Er sei sehr stolz, schon so lange dabei zu sein, sagte der Choreograf. Lambi, Mabuse und er seien die einzige Jury in den weltweiten Ausgaben der Sendung, die schon so lange zusammenarbeite. Wie bekannt wurde, ist auch Profitänzerin Isabelle Edwardson, 38, zum zweiten Mal Mutter geworden. Wegen ihrer Schwangerschaft tanzt sie in der 14. Staffel nicht mit. Darüber hinaus rührte der Kölner Privatsender kräftig die Werbetrommel für die am Freitag bei TV Now, dem Streamingportal der Mediengruppe, gestartete Ausgabe Let's Dance, Kids mit prominenten Kindern und den Kindern von Prominenten als Kandidaten.